Das hier ist die Sonnenseite des Lebens. Direkt am Strand zwischen L.A. und San Diego in Südkalifornien wohnt Susanne Acey. Sie kommt aus dem schönen Erzgebirge. Jetzt liebt sie den Luxus in den USA und will nicht mehr zurück. Ich genieße es jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich nach Hause fahre, habe ich mir in den Arm gekniffen und sage, es ist wirklich wahr, dass du jetzt in Kalifornien lebst, eine Familie hast, Kinder, einen tollen Mann. Es ist traumhaft. An der Westküste der USA treffen wir eine der besten Mütter der Welt und eine Deutsche, die den amerikanischen Traum lebt. Angefangen hat sie ganz bodenständig. In der DDR machte Susanne eine Lehre auf dem Bau. Ich habe richtig Mauern gezogen, geputzt, Fenster eingesetzt. Ausgefüllt hat sie das nicht. Susanne machte erst eine Banklehre und dann eine steile Karriere als Fondsmanagerin. Ich habe schon immer das Interesse gehabt an Finanzen, aber zu DDR-Zeiten, da konnte man mit Finanzen nicht wirklich was machen. Geldanlage war, da gab es das Sparbuch und alles andere war im Prinzip nicht wirklich interessant. Aber mich hat fasziniert, welche Macht dahinter steht und welche Energie in diesen Handelsräumen es sind. Und habe gesagt, das möchte ich gerne, da habe ich großes Interesse dran. Das Handwerker-Know-how aus der DDR hat ihr aber trotzdem genützt. Oberhalb eines scheinbar endlosen Strandes hat sie ihr Traumhaus bauen lassen. Meine Vorkenntnisse auf dem Bau waren auf jeden Fall hilfreich hier. Das heißt, mir konnte hier kein Handwerker ein X vormachen. Mit der Geburt ihres zweiten Kindes, Tochter Mika, wurde Susanne der Job auf dem Finanzparkett zu viel. Sie beschloss, etwas anderes zu machen. Man muss sich sehr gut überlegen, ob man das macht, ob man wirklich dazu bereit ist, diese Karriere aufzugeben. Und dementsprechend haben wir also dann beschlossen, dass wir uns mehr auf die Kinder konzentrieren. Ich bin sehr glücklich damit. Jetzt vermittelt Susanne Au-pairs in die Staaten. Ihr Beitrag zu einer gelungenen Globalisierung. Das ist jetzt meine Mission, jungen Leuten, hauptsächlich aus Deutschland und insbesondere aus meiner Heimatregion, die Möglichkeit zu geben, dass sie eben für ein, zwei Jahre hier in die USA kommen können, in einem sicheren Umfeld, Erfahrungen zu sammeln, die ihnen zeigen, dass ihre Fähigkeiten und Kenntnisse und ihre Persönlichkeit geschätzt wird. Seit 9 Jahren lebt Susanne jetzt im Südwesten der USA und ist immer noch begeistert von der Offenheit der Menschen und der vielfältigen Landschaft. Das Leben in Kalifornien ist einfach, man hat ganzjährig wunderbares Klima. Es wird nie heiß, es wird nie richtig kalt. Man kann im Prinzip früh surfen gehen, nachmittags Skifahren gehen. Es ist eine von der Region, vom Klima her, unglaublich. Dem Pazifischen Ozean immer vor der Nase. Susanne Acey ist angekommen im einstigen Goldgräberstaat Kalifornien. Und hier um 12 gehen die Leute zum Sport, haben etwas Kleines zum Mittag. Meine Kinder gehen in die Mittagsruhe. Und wenn sie mehr über uns wissen wollen, schalten sie ein bei Wir sind überall heute Abend. Tschüss! Mama, du hast ja noch irgendwas vergessen. Was? Für Sohn Klaus ist das Highlight des Tages eindeutig. Ja, und nachmittags gehen wir zum Pool.